Wie war das immer? Jetzt muss ich erst mal wieder gucken, wie das mit Ich dem. kann von hier aus direkt auf die Bühne sehen. Ah ja. Hey. Ich dachte, hier beginnt ein neues Kapitel. Oh je. Das läuft ganz und gar nicht nach Plan. Aber wie soll ich Salvador retten? Auf mich alleine hört ja niemand. Das Spiel ist gerade wieder so laut. Ich habe keine Ahnung, warum sich das jedes Mal verändert. Es ist echt strange. Es ist auch wieder ganz laut. Hä? Ich mach das mal alles ein bisschen leiser hier. So. So. So müsste das passen. Weiterspielen. So. Ich möchte ja nicht übertönt werden. Das ist ja nicht mein Ansinnen. So. Gehen wir mal hier rüber. Okay. Der spielt noch weiter sein Klavier. Ich denke mal, wir müssen jetzt mal zur Bühne gehen. Gucken wir mal. Kommen wir an dem hier vorbei? Wahrscheinlich nicht, ne? Kommen wir hier vorbei? Halt! Sie haben hier keinen Zutritt. Wieso das? Nur Konferenzteilnehmer dürfen diesen Bereich betreten. Tut mir leid. Ich hab doch teilgenommen. Weiß nicht. Ja. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Der Typ noch hier drinnen? Hä? Wo ist denn der Doc? Wir haben doch den Doc hier reingelotst. Ah, das ist der Koffer, den Dr. Braun bei sich trug. Aha. Herr Koffer, öffnen. Ja, gut, jetzt mal offen. Sehen, was alles in dem Koffer ist. Papiere. Noch mehr Papiere. Ah. Papier. Eine Magnetkarte. Die könnte mir noch nützlich sein. Was denn für eine Magnetkarte? Was ist denn das Schönes? Auf der Magnetkarte sind die Öffnungszeiten für einen Parkplatz aufgedruckt. Von Parks habe ich schon gehört. Schön zu wissen, dass hier einer in der Nähe ist. Ein Park. Okay. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Hier ist Blut. Eine Blutlache. Meine Güte. So viel Blut. Aber von Braun weit und breit keine Spur. Nur sein Koffer ist noch da. Was hat er mit dem gemacht? Hat er den aufgegessen oder was? Oder hat er ihn in den Schrank gepackt? Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass er in diesem Schrank jetzt wohnt. Eine magnetische Magnetkarte. Das haben magnetische Magnetkarten so an sich, dass sie magnetisch sind. Glaube ich, oder? Keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus. Okay, gehen wir wieder raus. Probieren wir das einfach mal mit Besser diesem Typen. Nicht. Nö. Ja nun. Ach ja, Magnetkarte. Vielleicht können wir da die Tür öffnen. Unten war doch eine Tür, ne? Oder ein Tor? Hier? Kartenschloss. Genau, probieren wir das mal. Hinein mit dir, du Kartentier. Schnups. Jaha. Kein Strom durch Atom! Kein Strom durch Atom! Was hat das zu bedeuten? Wir verlangen die sofortige Abschaltung der Indes-Kraftwerke. Und was wäre Ihrer Meinung nach die Alternative? Der halbe Erdball ohne Strom? Ich glaube, das ist mein Stichwort. Ich habe es schon einmal gesagt, aber die Svensson-Alge funktioniert und sie kann die Indes-Kraftwerke ersetzen. Sie wissen, wir reden hier über eine Alternative zur Atomenergie. Ich kenne die Alge. Ich weiß, was sie kann. Vertagt die Konferenz. In 3 Tagen bringe ich euch ein Exemplar und ihr werdet sehen, ich habe recht. Vertagt die Konferenz. Das haben Sie gesagt? Ja. Und Sie hörten auf Sie? Sie mussten. Das Gebäude war umstellt, die Cops lagen gefesselt auf dem Klo und das Buffet war ein Scherbenhaufen. Stell dir vor, keine Lachshäppchen mehr. Der Abend war gelaufen. Zeitreisen? In Ordnung. Aber eine Klimakonferenz, die zu Konzessionen bereit ist? Was ist dann passiert? Salvador flog nach Südamerika, um das Kraftwerk zu überwachen. Ich direkt zu dir. Ich wurde verprügelt und gefesselt und... Ja, den Rest kenne ich ja. Ich nehme an, wir befinden uns gerade auf Kurs zu meiner Forschungsstation, um die Alge zu holen. Yeah, Volltreffer. Also gut, ich werde Ihnen helfen, aber unter einer Bedingung. Wenn wir unten sind, überlassen Sie mir das Reden. Und keine Geiselnahmen und keine Belagerungen mehr. Verstanden? Versprochen. Das weiß ich noch nicht, ob ich dir das versprechen sollte. Oha. Das ist leider immer noch ein bisschen zu laut. Ich weiß nicht, warum sich das wieder geändert hat hier. So. Entschuldigung. Ben! Alter Haudegen!
dass ich dich nochmal hier begrüßen kann. Das ist ein Kontrollbesuch. Ich hatte Angst, dass du die Station gegen einen Eisberg steuerst. Schön, dich zu sehen, Barney. Hast du Duwe gesagt, dass ich komme? Er war nicht gerade begeistert. Ich hoffe, du hast die Samthandschuhe eingepackt. Ich hatte wenig Zeit zum Packen. Na, auf die Story bin ich gespannt. Wer ist deine Begleitung? Ach ja, darf ich vorstellen, Prinzessin Leia. Stimmt doch gar nicht. Ich heiße Faye. Reizend. Du hast einen interessanten Zeitpunkt für deinen Besuch gewählt. Du und ich halten heute und morgen unsere Präsentation für Investoren aus der Wirtschaft. Was ist denn mit den staatlichen Forschungsgeldern? Du weißt es noch gar nicht? Ich dachte, Duwe hätte dir wenigstens ein bisschen erzählt. Die Forschungsgelder wurden gestrichen. Was? Bent, das ist eine Katastrophe. Gott. In der Tat, das wäre das Ende. Meine ganze Arbeit. Alles umsonst. Das muss nicht sein. Ich habe da mehrere Investoren an der Angel. Erst gestern hat sogar ein echter Star zugesagt. Wir müssen mit ihnen reden. Erstmal müsst ihr zum Gesundheitscheck. Und danach? Wäre doch gelacht, wenn wir unser Gemüse nicht bald in trockenen Tüchern hätten. Das wird noch ein aufregender Tag, sage ich euch. Gemüse, sagt er. Na gut. Ja, Kapitel 5. Atlas, Part 1. Das soll ein komisches Spiel gewesen sein. Ja. Schwarzblinde? Ah, so, Ben, das wär's. Ich bin durch mit Ihnen. Und? Alles in Ordnung, Doc? Könnte man so sagen. Für jemanden mit Ihrer Krankengeschichte gibt es absolut nichts zu meckern. Der Ruhestand tut Ihnen gut. Tja, mein Ruhestand war ein Albtraum. Mein Ruhestand ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Lassen Sie uns später weiterreden. Mein Ruhestand ist ein Albtraum. Mein Ruhestand war ein Albtraum. War ein Albtraum? Sie arbeiten doch nicht etwa wieder? Wenn ja, muss ich Ihnen dringend davon abraten. Sagen wir einfach, mein Leben macht endlich wieder Sinn. Und das habe ich ganz alleine Faye hier zu verdanken. Ah, ich verstehe. Gute Faye. Und ich hatte schon befürchtet, Sie versuchen schon wieder die Welt zu retten. Mein Ruhestand ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Ruhestand ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Ich kann angeln, so viel ich will, darf viele interessante Bücher lesen und habe jede Woche tolle Gespräche mit meiner Therapeutin. Das klingt doch besser, als sich halb tot zu arbeiten und wochenlang im Krankenhaus zu liegen, oder? Meinen Sie? Ja. Lassen Sie uns später weiterreden. Wir kommen sonst zu spät zur Präsentation. Richtig. Dann kommen wir nun zu Ihnen, Miss Faye. Haben Sie irgendwelche Krankheiten, von denen ich wissen müsste? Was geht dich das an? Oh, das geht mich sogar sehr viel an. Von meinem Gutachten hängt es ab, ob Sie auf die Insel dürfen oder nicht. Dann bleibe ich eben hier. Ich reise doch keine 500 Jahre, um mich aufschlitzen zu lassen. Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht verstanden. Faye, Sie können dem Doc vertrauen. Er weiß, was er tut. Na gut, aber keine heißen Kohlen und keine Sägen. Versprochen. Bent, wenn Sie bitte draußen warten würden. Ich fürchte, das kann hier noch etwas dauern. Ja, Bent, geh schon mal vor. Ich werde mit diesem Quacksalber schon alleine fertig. Ui. Ja, was machen die wohl da? Sollen wir mal gucken? Faye starrt den Doc an, als wolle er sie erschlagen. Dabei will er nur ihre Kniereflexe testen. Das kann ja nicht gut gehen. Doc, ich brauche einen abgestempelten Pass, sonst lässt mich Barney nicht zur Präsentation. Sie bekommen ihn, sobald ich Ihre Freundin untersucht habe. Hey, das blendet. Untersucht. Können Sie bitte aufhören, die Augen zuzukneifen? Ich muss Ihre Pupillen überprüfen. Nein, meine Augen bleiben zu. Oh, das dauert wohl noch. Wenn ich rechtzeitig zur Präsentation will, muss ich mich darum kümmern. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Gesundheitspass. Nur wer so einen Wisch vorweisen kann, darf auf die Bohrinsel. Kann man den mitnehmen? Lesen. Der Doc hat ihn schon ausgefüllt. Jetzt fehlt nur noch der Stempel. Der Stempel steht doch da hinten. Wie wäre es, wenn wir diesen Stempel mit diesem Pass kombinieren? Hoffnungslos. Das Stempelkissen ist völlig ausgetrocknet. Das Nein! Das meine Haut sogar besser ab als das. Das ist schlecht. Müssen wir jetzt irgendwas finden, um das Stempelkissen nass zu machen? Ärzte und ihr Papierkram. Da wird ein Stempelkissen schon mal so wichtig wie ein Skalpell. Ja, das kann sein. Furz trocken, wie Bürokratie eben so ist. Das ist schön. Ach, das ist schön. Das gefällt. Hier ist ein Bett. Die Matratze ist durchgelegen, sie quietscht und man ist meilenweit entfernt vom Tageslicht. Auch nach 2 Jahren kann ich dieses Bett nicht mehr sehen. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, kennen das alle.
Sieht aus wie die Schränke in den Krimis, in denen sie die Leichen lagern. Leichenlagern? Leichenlagerschränke sozusagen. Oha, was ist das? Blutprobe. Wollen wir eine mitnehmen? Dickflüssiges Zeug. Ja, ich meine, so eine Blutprobe kann man doch bestimmt auf so einen... einem Arzt das Blut. War das früher nicht mal andersherum? So eine Blutprobe kann man doch bestimmt, also ich meine, die kann man doch bestimmt auf so einen Stempelkissen draufträufeln, oder? Hier sind Bilder. Das obere hat Duwe vor langer Zeit gemalt, das untere nicht. Gut, schön, dass wir drüber geredet haben. Haben wir hier noch irgendwas? Hier ist eine Tasse, hier ist ein Schrank, ein Aktenschrank. Schauen wir mal in diesen Aktenschrank. Das ist der Schrank mit den Patientenakten, unter anderem mit meiner. Öffnen. So, kann ich jetzt hier irgendwas durchsuchen? Ja, da ist sie ja. Ben Svensson, geboren, schwere Depressionen, Burnout, etc., etc. Von weiterer Beschäftigung wird abgeraten. Ey. War das wirklich erst vor 2 Jahren? Okay. Gut, probieren wir mal, die Blutprobe mit dem Stempelkissen zu kombinieren. Eine drastische Maßnahme, aber die Zeit drängt. Voll daneben geflatschert. So, und dann das Stempelkissen mit dem Pass. Etwas makaber, aber es hat geklappt. Jetzt haben wir hier wirklich so, wir haben jetzt wirklich so einen tollen roten Pass. Können wir uns den vielleicht angucken? Der Doc hat ihn schon ausgefüllt. Mit der Hand und mit seinem Blut. Mit seinem Blut hat er unterschrieben. So, wir machen den Schrank wieder zu, damit es nicht so aussieht, als ob. Und dann gehen wir einfach mal nach draußen. Alles im Lot, Ben? Yes, Sir. Wo ist deine Begleitung? Sie wurde... aufgehalten. Das ist schlecht. Die Präsentation ist fast vorbei. Hast du den Pass? Hier ist der Pass, samt Stempel. Hier, Barney. Das ist dann alles. Darf ich jetzt durch? Okay. Name drauf, Stempel drauf. Alles klar. Dann kann das große Comeback ja endlich starten. Attacke. Puh. Nervös? Wieso das denn? Es ist immerhin 2 Jahre her, seitdem du deinen Sohn das letzte Mal gesehen hast. Ach, Quatsch. Ich bin doch nicht nervös. Ja? Kannst du schon mal vorgehen? Ich müsste noch mal kurz für kleine Weltverbesserer. Was denn? Ich muss doch nur aufs Klo. Ich bin nicht nervös. Aber klar doch, Ben. Aber klar doch. Ist einfach nur Dr. alt. Dr. Svensson, wie sage ich es am nettesten? Was Sie uns hier gerade erzählen, ist durchdrungen von banalen Allgemeinplätzen und esoterischem Hokuspokus. Wir wissen, dass uns das Erdöl irgendwann ausgehen wird. Wir wissen auch, dass es dann einen enormen Energiehunger zu stillen gilt. Es ist auch klar, dass sich irgendwelche Spinner regelmäßig über unser Klima Sorgen machen, wenn man ihnen funktionierende Lösungen anbietet. Was wir nicht wissen ist, warum wir zum Teufel hierher gekommen sind. Von was für einer Wundertechnologie sprechen Sie, wenn Sie behaupten, all die Probleme dieses Planeten auf einmal lösen zu können. Vielen Dank für das Stichwort, Herr Indes. Ich spreche von einer Technologie, Bingo. Die keine Emissionen verursacht. Eine, die leicht zu vervielfältigen ist und die in jedem Haushalt stehen kann. Und, habe ich Sie richtig verstanden? Ihr Wundergewächs steht beim Endverbraucher im Garten? Ja. Das Zauberwort heißt Reproduktion. Mit einer kleinen Anlage, die auf jeden Balkon passt, kann sich jeder Haushalt autonom mit dieser absolut umweltfreundlichen Energie selbst versorgen. In einem Prozess, der Nitrogenase genannt wird... Er meint wohl Hydrogenase. Gut. In einem Prozess, der Hydrogenase genannt wird, erzeugen Cyanobakterien aus Licht, Luft und Wasser energiereichen Sauerstoff. Der Wirkungsgrad der Energieausbeute erzielt aber Werte um die 0,08%. Was? Das stimmt nun wirklich nicht. Es sind 0,8%. Möchtest du vielleicht den Vortrag halten, Vater? Vielleicht können wir uns dieses peinliche Familiendrama etwas abkürzen. Für mich stellt sich immer mehr die Frage nach dem Geschäftsmodell. Wenn man ihre Algen wie Schnittlauch auf dem Balkon züchtet, was verkaufen wir dann den Kunden? Schließlich will niemand von uns die Energie verschenken, oder? Ja, nein. Der Endverbraucher benötigt natürlich die Technologie, um die Algen zu züchten und den Wasserstoff natürlich abzuführen. Sowohl die Tiere als auch das Equipment sind von uns patentiert. Auch die Brennstoffzellen zur Umwandlung müssen eingekauft und gewartet werden. Aber
Das gehört alles auch schon zum kaufmännischen Teil unserer Präsentation. Darum schlage ich vor, dass wir eine kurze Pause machen, damit wir im Anschluss direkt in die Kalkulation einsteigen können. Ich würde diese Bakterie gerne mal in Aktion sehen. Oder das. Nach der Pause werden wir Ihnen die Blaualge präsentieren, um dann in die Kalkulation einzusteigen. Um Punkt 2 sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Das war ja was. Und wo ist Duwe überhaupt so schnell hingelaufen? Er hätte wenigstens Hallo sagen können. Nimm es ihm bitte nicht übel. Erst die Aufregung mit der Präsentation und dann taucht auch noch sein Vater völlig unangemeldet auf. Er ist einfach etwas überfordert. Er hat sich nichts vorzuwerfen. Er hat seine Sache gut gemacht. Es ist vielmehr dieser Indes, der mir Sorgen macht. Emilio Indes ist ein Geschäftsmann. Er muss solche Fragen stellen. Nein, nein. Meine Eingeweide sagen mir, er hat irgendetwas vor. Und ich werde diesen Raum erst verlassen, wenn ich herausgefunden habe, was... Gut, man könnte ja rein theoretisch irgend so eine Apparatur bauen, also wenn ihr Problem jetzt wirklich das Geld ist, also wie machen wir Geld aus dieser Alge, dann machst du ganz einfach irgendwie so eine Art Prepaid-System, weißt du, machst halt eben, keine Ahnung, machst eine Chipkarte oder irgendwie sowas rein, verbindest das Ganze mit dem Internet und sagst halt eben, ja, wenn die Chipkarte aufgeladen ist, dann kannst du auch diesen Generator benutzen, wenn du halt nicht aufgeladen hast, dann hast du halt auch keinen Strom, fertig, also soll ich mal nicht so dumm anstellen. Probleme gelöst, die eigentlich gar nicht vorhanden sind. Stilles Wasser. Gesünder als Fruchtbowle und Champagner. Ja, und stille Wasser sind tief, ne? Ups. Gut, wir haben eine Flasche Wasser geklaut. Hier haben wir noch einen Mann, mit dem wir reden können. Er ist wirklich Mann. Er sieht Mann. Aus wie eine Mischung aus naiven Touristen und skrupellosem Geschäftsmann. Ja, ich glaube mal eher ein. Huch. Die Steuerung für den Vorhang. Das war ein Knopf. Ich wollte eigentlich auf den Mann klicken. Und? Was sagen Sie zur Bakterie? Ich sage, das dauert mir alles zu lange. Ich will endlich was sehen. Gedulden Sie sich. Nach der Pause ist es soweit. Gut. Ich habe nämlich nicht den ganzen Tag Zeit. Meine Frau und ich haben später noch eine Whale-Watching-Tour gebucht. Und das will ich unter keinen Umständen verpassen. Ich versichere Tourist. Ihnen, Sie werden die Wartezeit nicht bereuen. Wir werden sehen. Eindeutig Tourist. Ein violettes Jackett. Reizend. Oh, reizend. Gefällt Ihnen die Präsentation soweit? Oh ja, es ist alles ganz reizend. Besonders der Hubschrauberanflug war fantastisch. Ich meinte die Cyanobakterie. Überzeugt Sie die Technologie? Nach der Pause soll es ja eine Live-Vorführung geben. Wenn die ähnlich spektakulär wird wie die Anreise, dann stehen Ihre Chancen gut. Sie erwarten eine Show? Ja, beeindrucken Sie uns, dann bekommen Sie auch unser Geld. Oh, wieso minimiert er das Spiel schon wieder? Irgendwie hat der Rechner hier ab und zu mal eine kleine Macke und minimiert mir das Spiel. Warum auch immer er das macht. So, Knopf, können wir den drücken? Er klemmt. Da ist kein Saft drin in dem Ding. Hier haben wir noch eine Tür. Was kann man denn noch machen? Ah, hier drüben liegt noch was. Ein Schnack. Mach doch mal den Schnack mit. Nein, es gab keine Bratpistole. Besser als Lachshäppchen und Kaviar. So, den nehmen wir mal. Haben wir hier noch ein Flaschenöffner. Ein Flaschenöffner. Daneben Wasser mit Drehverschluss. Schön, wenn jemand mitdenkt. Ja, natürlich. So, jetzt haben wir auch einen Flaschenöffner. Das heißt, wir haben jetzt einen Flaschenöffner, wir haben einen Snack, Wasserflasche und das Plastiknetz. Das irgendwie vielleicht... Das muss dieses Membranending sein, von dem Faye erzählt hat. Zeitreisen okay, aber ein Netz, das Energie aus Stromquellen zieht und woanders wieder abgibt? Ich weiß nicht. Kann man das vielleicht mit irgendwas Unsinn. Kombinieren? Blanker Unsinn. Popperlapapp. Es hätte ja sein können, dass man es irgendwie kombinieren kann miteinander. So, wo können wir denn jetzt hingehen? Ach, hier liegt noch was. Ein Zeigestock. Hohohoho. Gefährlich, mein diese Dinger. Ein ausfahrbarer Zeigestock. Ich lasse mich zu keinem Kommentar hinreißen. Nein, danke. So, jetzt haben wir einen Zeigestock. Mit dem können wir auf irgendwas zeigen. Ja, hier ist noch ein Hebel. Das ist der Hebel für das Fenster. Ziehen wir mal dran. Chip, 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 chip. Ich bin ein Vogel. Ja. Der Vorhangstopper hat sich verkeilt. Damit macht er seinem Namen alle Ehre. Um dort ranzukommen, gibt es nur eine Möglichkeit. Sie wollen doch nicht etwa auf den Stuhl steigen? Doch. Wieso fragen Sie? Nun, ich hielt Sie für einen Gentleman. Einen Mann mit Format.
Jemand, den ich und mein Ehemann gerne finanziell unterstützt hätten. Auch ein Gentleman steigt mal auf einen Stuhl. Ja, eben. Lassen Sie uns nicht streiten. Ich habe meine Meinung gesagt. Machen Sie daraus, was Sie wollen. Wenn ich unsere Investoren nicht vergraulen will, muss ich mir wohl etwas anderes überlegen. Was ist das denn für eine dumme Schnepfe? Als Gentleman steigt man nicht auf einen Stuhl, das macht man nicht. Durch bloßes Anstoßen bekomme ich den Stopper nicht rausgedreht. Schade, vielleicht mit dem Flaschenöffner kombinieren. Das passt ja wie die Krone auf die Maus. Krone auf die Maus? Was ist denn das für ein Sprichwort? Der Stein der Weisen. Ein Flaschenöffner auf einem Zeigestock. Sitt. Haha. Sehr gut. Jetzt können wir diesen Vorhang schließen. Sitt. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt bringt, aber wir haben den Vorhang geschlossen. Vielleicht, um irgendwie draußen was zu machen mit den Kollegen, die da draußen sind, damit die das nicht mitbekommen, dass wir mit denen reden. Das wäre eine Idee. Gucken wir mal. Hinaus.